Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Trading Card Game Fire Only. So, im letzten Part, oder wie ich es geschnitten habe, haben wir Paul besiegt von den Top 4 mit seinen scheiß Wasser-Pokémon. Als nächstes dürfen wir gegen Uwe kämpfen, der mit seinem scheiß Dragoran-Deck kämpft. Theoretisch sollten wir hier keine Probleme haben. Doch warte mal, der hat Carpador, natürlich. Der hat Carpador und Garados. Und wir haben echt Lavados gezogen. Instant Scheiße. Ja, jetzt haben wir Ponita und dies und das, ey. Zu Ponita, dann machen wir das, dann können wir nämlich wenigstens schon mal mit 20 draufballern. Gut. Ah, scheiße. Na, er hat eine volle Hand halt. Ja, wir machen mit Dings weiter. Energiesuche. Energiesuche ist gut. Es gibt uns natürlich ein 20er Damage. Ja, so eine Plus Power wäre jetzt geil gewesen, ja. Na komm, Lavados kriegt einer. Ja, Carpador ist doof für uns. Professor Eich. Gehen wir Lavados noch einer, weil dann hat er, braucht er nur noch zwei. Kein Glumanda. Glumanda ist immer gut. Ja, er hat natürlich auch einen Glumanda. Einfach nur, dass er unterbindet. Beziehungsweise zu keinem Dragonier zu entwickeln. Magma ist gut. Mache ich tatsächlich auch. Damit ich mit Magma wenigstens schon mal angreifen kann. Okay, Glumanda. Sofort unterbinden. Ich weiß gar nicht, ob er ein Glutex im Deck hat. Ich habe tatsächlich vom Pokémon Trading Card Game habe ich tatsächlich ein Lösungsbuch. Ja, ich habe ein Lösungsbuch von dem Spiel. Weil ich sowas nicht gecheckt habe, wie das Spiel funktioniert. Kein Kangama. Kangama ist an sich cool. Gut. Zu Magma. Magma gibt uns das. Dann machen wir Smog. Es trifft auch noch. Das ist fantastisch. Ah, fuck. Er hat einen Labras. Er hat einfach einen Labras. Digga, dein Ernst? Du hast einen Labras? Krasser Scheiß, er hat einfach einen Labras. Natürlich trifft es nicht. Labras ist übel. Sag ich, wie es ist. Natürlich nicht. Digga, jetzt spielt er aber auch wirklich. Jetzt spielt er Konfusion. Alter. Boom. Erstes Mal die 80 geballert. So muss das, meine Freunde. So und nicht anders. Gut, klar, hätte ich jetzt einen Aufwisch, bin ich mega happy. Und dann haben wir nämlich instant gewonnen. Weil er hat halt noch einen Dragonier. Wisst ihr was, Leute? Wir gamblen, dass wir Aufwisch ziehen. Ja. Windhauch meinte ich natürlich, ne?
So, Rauchwolken und gewonnen. Dieses Lapras, Digga, ich hasse Lapras. Digga, Lapras ist so ein Albtraum von mir. So, Speicherpunkt erstellen. Und dann geht's gegen Ronald. Absolutes Finale. Glumanda. Einfach ein Zapdos. Einfach einen fucking Zapdos. Alter. Ja, der hat halt alle Legis. Im Deck. Energiesuche ist immer gut. Um unser Deck auszudünnen. Und Flammare, okay. Ja, wir machen jetzt in Ruhe. Fertig. Plus Power ist cool, ja. So, jetzt machen wir einen Tausch. Damit wir ein bisschen schneller Zapdos wegbliesigern. Ich meine jetzt Rauchwolke, einfach aus dem Prinzip, weil Zapdos geht eh down. Und er schickt nämlich sofort sein nächstes Pokémon in den Ring. Evoli. Machen wir die Plus Power. Digga! Das. Die Münze ist auf unserer Seite. Scheiße. Okay, in dem Fall ist sie auch auf unserer Seite. Boah, Digga, das ist gut. Das ist so gut. So sehr gut. Warte mal. Ne, das bringt uns nichts. Machen wir eine Rauchwolke. Egal, gewinnt einfach beide Münzwürfe. Krass. Ja, komm, Ponita. Wie sieht sein Feld aus? Aktuell eher schlecht. Gut, dann machen wir das. Kriegen Magma auf der Hand. Er kommt mit Kangama. Ist für mich echt unerklärlich, dass wir bei Ponita eine Rückzugskosten haben. Trank an sich nicht schlecht. Gut, Kangama ist dadurch besiegt. Arktos. Okay. Er macht nochmal die Kacktaktik, really?
Also den Münzwurf hat er gewonnen, ey. Das braucht tatsächlich zwei. Ja gut, dann muss ich mit ihm angreifen. Bringt mir nichts. Bringt uns nichts. Aber wenigstens Arktos besiegt. Okay, jetzt kommt er noch mit Dratini. Oh, Winter war es auch nicht schlecht. Nehmen wir uns mal dem vor. Schon mal das Pokémon besiegt. Okay, ja, hatte ich schon gerechnet mit. Na, schade. Ja, gut, so ein zweiter Aufwisch wäre jetzt einfach schon sick gewesen. Ja, machen wir natürlich Flammenwurf. Klar, hätte ich jetzt Computersuche gehabt, dann hätte. Er spielt einfach Legendary Drogoran, really. Was kann nur Slam? Gut, dann haben wir anscheinend gewonnen. Ja. Wir haben gewonnen, wir sind Meister. Wow, wir haben Feuer-Oni geschafft. Wieder zurück. So, Halle der Ehre. Und hier kriegen wir die Legendary Karten. Lavados. Arktos. Und Zapdos. Ich finde Zapdos einfach übel. Und Dragoran. Jo, Leute, damit haben wir es geschafft. Nur mit Feuerkarten. Ja, außer halt Evoli. Na, Evoli ist das einzige Pokémon, das kein Feuer ist, aber ich finde, es gehört einfach dazu. Und ich meine, Evoli ist jetzt auch nicht so unglaublich stark, finde ich. Klar, der Schwanzschlag ist einfach super, unterbindet halt, dass der Gegner überhaupt angreifen kann. Und diese Form von Flamara, die ich gespielt habe, finde ich einfach durch Raserei echt gut. Ja, das andere Flamara habe ich einfach nicht gezogen im Spiel. Ah, nicht schlecht, tatsächlich.
Ja, genau. Damit war's das. Das war Pokémon Trading Card Game nur mit Feuerkarten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, so ein paar Ausraster waren natürlich drin. Ich meine, Lisa und Paul hat mir absolut den Rest gegeben. Der war so lächerlich stark einfach. Das war schon echt hart an der Grenze. Zum Lächerlichen, finde ich. Ja, krass. Wirklich krass. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ich es geschafft habe. Ich weiß nicht, wie viele Parts ich insgesamt gebraucht habe. Ja, ich tippe mal auf jeden Fall genügend. Na. Ja. Ansonsten, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich Elektro als nächstes machen werde. Elektro only. Ich werde weiterhin dieses Glumander Freunde-Deck habe ich halt drin. Da habe ich ja jetzt noch Elektro, da habe ich Kampf und ich meine Normal-Pokémon habe ich auch. Ich tippe mal, ich mache die Reihenfolge einfach mal. Dann werden wir dieses Shigi und Dings-Deck dann machen und das Bisasam und so weiter wird dann zum Schluss sein. Und ich tippe mal, dann haben wir mit allen gespielt. Gehe ich jetzt mal von aus. Ja. So viel dazu. Genau. Wie gesagt, würde mich sehr interessieren, was ihr von dieser Projektidee hält. Na, findet ihr das gut und so weiter? Ich meine, ich ziehe es trotzdem durch so, ne? Aber, weiß nicht, kann ja sein, dass es eher nicht so gut ankommt. Aber ich habe da einfach mega Bock drauf. Weil besonders ich mag das Pokémon-Kartenspiel einfach mega. Und ja, wie gesagt, den zweiten Teil werden wir auf jeden Fall auch Let's Playen irgendwann. Ja. Wäre natürlich irgendwie übelst schön, wenn Nintendo den irgendwie auch noch auf Nintendo Online packen würde. Den zweiten Teil irgendwie auch noch in einer vermutlich deutschen Fassung. Boah, das wäre so cool. Ansonsten gibt es ja nur eine englische Fassung von dem Spiel. Könnte ich notfalls halt auch spielen, so, aber auf Deutsch ist es natürlich tausendmal angenehmer. Naja, gut. Das war's erstmal. Wir sehen uns dann zur nächsten Challenge zurück. Wie gesagt, das wird Elektro sein. Und ja. Oder zu meinen anderen Projekten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. So, jetzt fängt das ja einfach nur noch von vorne an. Alles klar. Haut rein, Leute. Ach, und ich habe nur 199 von 226 Karten gesammelt, ne? Wie gesagt, und Flamara nicht. Kann ich euch gerade mal zeigen, warum ich mal hier bin. Sekunde. Ja, ich hab nur dieses Flamara gezogen. Ja gut, das Level, das habe ich jetzt auch. 909 Karten habe ich. Aber wie gesagt, das andere Flamara habe ich noch nicht gezogen. Naja, gut. Leute, vielen Dank. Haut rein, bis zum nächsten Mal.